So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Im letzten Part haben wir uns um die Schiffslieferung gekümmert und es wird Zeit, einen neuen Kurs zu setzen. Und zwar wieder nach Antigua. Ich habe die Quest schon ausgewählt. Die Cutscenes kann man getrost überspringen. Oh Mann, es regnet. Patty, kommst du mit? Es wird. Nein, nicht neuen Kurs. Ah. Komm mit. Komm mit. Gut. Wir müssen zu Spencer, heißt der Typ, glaube ich. Das war doch der in der Schenke hier. Oder? Moment, Logbuch. Ja, bei Spencer. Seekarte. Ja. Ach genau, ja genau, das war der Wirt hier. So, Spencer. Ich habe Nachschub für dich aus der Karigua. Bei Neptuns Bar, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm, darauf trinken wir ein. Du wirst noch mein neuer Lieblingskapitän, weißt du das? Sag nicht sowas. Das ist echt krass, also 1000 Gold für so eine gammelige Quest. Nicht schlecht. So, ein Päckchen für Mac haben wir noch. Wo ist Mac? Ne, warte, von wem müssen wir es holen? Dass ich zu Rick gehe. Wo ist Rick? Nachts sind alle Katzen grau. War Rick nicht der eine, der hier am Pier rumlungert? Wo ist er denn hin? Der, den wir als erstes auf der Insel begegnet sind. Hm. Ja doch, Rick. Wo ist der denn? War der nicht im Lagerhaus? Ricky? Ricky. Nee. Aber mir ist was aufgefallen und zwar brauchen wir im Lagerhaus gar nicht den Papageien, sondern das Äffchen. Und dementsprechend können wir auch hier kurz auf dem Dach holen, was es noch zu holen gibt. Was wir im letzten Part noch angeschaut haben. Aber da bin ich nicht drauf gekommen, weil der Papagei war ja dann doch voll scheiße. Also komm, mein kleines Äffchen. Kennt ihr Rick eigentlich oder arbeitet er irgendwo? Doch, der pennt da hinten. Aber der sieht ja einfach halb tot aus. Oh, voll krass. Ich habe gar nicht so viel Leben. So, einmal ums Dach. Oder ging's hier nicht irgendwie hoch? Hey, ich meine, dass hier irgendwie hoch ging. Bin ich jetzt blöd? Komisch, ich habe irgendwie gemeint, dass da was ist. Egal, sprechen wir mit Rick. So, Mac wartet auf seine Lieferung. Der alte Mac wartet auf seine Lieferung. Ach ja, ich habe ihn total vergessen. Ich werde die Sache sofort erledigen. Lass mal gut sein, ich mach das schon. Wirklich? Das ist nett, Sir. Hier sind seine wöchentlichen Rationen. Und sag ihm, es wird nicht wieder vorkommen. Mach ich. Alles klar. Vielleicht habe ich da was für dich. Felsplateau. Ich will dir keinen Schatz geben. Das ist voll idiotisch. Warum soll ich dir einen Schatz geben wollen? Hm. Oh, wir können was leveln. Also Gerissenheit brauchen wir ja nicht mehr. Oder? Gerissenheit. Ja, genau. Wir haben jetzt noch Affen. Die blöden Sachen, die wir lernen könnten, die wir aber nicht brauchen. Okay, nee. Gerissenheit haben wir voll. Voodoo brauchen wir auch überhaupt nicht. Es entscheidet sich noch Klingen, Feuerwaffen oder Härte. Klingen haben wir jetzt 6. Was können wir auf 7 lernen? Hiebwaffen 3. Hiebwaffen 3. Feuerwaffen haben wir auf 5. Da wir dann Büchsen machen, dass wir uns unsere eigene Dings machen können. Muskete 2. Hm. Und Härte. Einschüchtern 3. Das sind alles nicht so die prickelnden Sachen. Ach, mit was kämpfe ich denn? Ich kämpfe eigentlich am liebsten mit dem Degen und nicht mit der Pistole. Also will ich eigentlich Klingen leveln oder Härte. Scheiße, ich lasse noch kurz, bis wir wirklich hier zum Kämpfen kommen.
Gucken wir uns erstmal noch hier im kleinen Piratennest um. Oh la la, wer ist das? Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Ich lieb's halt, wie die Frauen sich alle so komisch bewegen. Guten Tag, schöne Frau. Tag, schöne Frau. Oh, ich sehe, es gibt noch Männer mit Manieren in diesem rauen Teil des Landes. Ich bin Grace, Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Ja, so viele gibt's von denen auch gar nicht. Nie gehört, was hast du denn mit denen zu schaffen? Machen wir mal nie gehört. Dornenküste? Nie gehört? Wo soll das sein? Frechheit! Es ist beschämend, das Wort einer werten Dame anzuzweifeln. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Voll die Bitch. Kannst du auch kochen. Kannst du eigentlich auch kochen? Was für eine Frage ist das denn? Leichte Konversation? Du bist ein komischer Kerl. Weißt du das? Klasse. Die ist, glaube ich, noch wichtig für eine Quest. Ich will erstmal noch nicht mit ihr reden. Weil ich glaube, mit der kann man sich verscherzen. Ich glaube, der Schmied will irgendwie ein Date mit ihr. Und ja, war ganz komisch. Ich lasse es mal noch kurz. Schleich mich hier rein. Okay, sehr schön. Es ist Nacht. Liegt da oben was? Nee. Eine Pfeife können wir klauen. Wow. Donovan. Tür verschlossen. Scheiße, hier ist gar nichts. Donovan. Ah, bonjour, mon capitaine. Willkommen in Antigua. Darf ich euch einladen zu begutachten meine exquisiten Schusswaffen? Ich bin sicher, ihr werdet zufrieden sein. Hast du einen Sprachfehler? Komm, ja. Hast du einen Sprachfehler? Oh, ich sehe schon, wir haben hier einen Grobian. Ich hoffe nur, dass euer Sachverstand nicht so schlecht ist wie euer Benehmen. Ich habe ein ungemein reichhaltiges Repertoire, das ich auch trotz des Handelsverbots anbieten kann. Oder ich kann meine Kunst des Pistolenbaus an euch weitergeben, wenn ihr genug Gold habt, bien sûr. Ich kann gar nichts mit Französisch anfangen. Hast du viele Kunden? Hast du viele Kunden? In den letzten Monaten war es nicht sehr ergiebig, muss ich zugeben. Kapitän Slane war der Erste seit vielen Tagen, der in unserem Hafen einlief. Und das restliche Gesindel der Stadt hat kein Geld für gute Handwerksarbeit. Oh, Slane war bei dir? Kannst du davon leben? Slane war bei dir? Ja, aber er hat augenblicklich leider keine angemessene Wertschätzung für meine Waren. Ich glaube, er hat ganz andere Sorgen. Okay, kennst du die Sorgen? Was weißt du von Slanes Sorgen? Ah, ihm fehlt der Nachschub. Kanonen, Pulver, Wasser... Das Übliche. Und solange Alvarez das Handelsverbot aufrechthält, wird er nicht wieder ablegen können. Aber du darfst trotzdem du darfst verkaufen, trotz oder Handelsverbot ist hier deine Waren verkaufen? No, natürlich nicht. So, so. Ich habe nichts, was die Abreise von Kapitän Slane verhindern oder beschleunigen würde. Admiral Alvarez wird nichts davon merken, wenn ich euch meine Waren verkaufe. Ja, dann können wir dich aber... Hast du keine Angst, dass dich Alvarez erpresst? Ihr seid ein Mann von Ehre. Ihr werdet mich nicht verraten. Ihr seid doch ein Mann von Ehre, oder? Oh. Ja, ich bin ein Ehrenmann. Gut, kommen wir zum Geschäft. Gut, kommen wir zum Geschäft. Ganz wie ihr wünscht. Kann man gar nicht Nein sagen. Hier hört wohl nur jeder Zweite auf den Admiral. Willkommen in Antigua. Was kann er denn beibringen? Das wäre wieder Pistolen bauen. Nehmen wir mal deine Pistolen. Zwillinge. Ich weiß gar nicht, steht da halt nicht dran, wie gut die Waffe ist. Zwillinge. Gold kostet 900. Wir können noch ein paar Kugeln kaufen. Schaden 2x70. Das ist aber eine Muskete. Auch 2x70 ist krass. Der Doppelte macht Doppelte. Oha. 50, 80 als Schrotflinte. Pistole. Ja, die Muskete sieht eigentlich ziemlich nice aus. Für wie viel können wir die Schiffslinte verkaufen? 250, ein Viertel vom Originalpreis. Pulvermohn.
wir verkaufen ihm mal seine Pfeife. Die Seelenkette, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir können die eh nicht bauen, oder? Jadestein, Goldbrocken. Lass uns mal. Wie wär's mit etwas ganz Besonderem? Hast du da was? Aber natürlich. Das hier ist der feinste Laden der Südsee, mon Kapitän. Ich führe eine ganze Reihe an Kostbarkeiten. Was genau soll es denn sein? Überrasch mich. Keine Ahnung. Überrasch mich. Ich habe eh keine Ansprüche. Das ist schwierig. Aber ich denke, ich habe genau das Richtige. Es ist ein besonders wertvolles Stück. Ich bin froh, dass ich es so günstig erstehen konnte. Günstig? Sacre bleu, es ist mir fast peinlich, davon zu erzählen. Ich habe es beim Kartenspiel von diesem ungeobelten Schmied Wilson gewonnen. Naja, so ungefähr, jedenfalls. Mhm. Ich habe das Gefühl, du bist hier kein Ehrenmann. Was heißt hier ungefähr? Der Einsatz war nicht direkt die Pistole. Jedoch mindert sie den Wert von Wilsons Wettschulden. Ich werde mich von ihr trennen, wenn ich angemessen dafür entlohnt werde. Des Weiteren muss ich mir sicher sein, dass sie nicht wieder in Wilsons Besitz übergeht. Ich werde diese edle Waffe nicht ergeben, nur damit sie wieder diesem Schmied in die Hände fällt. Okay, du magst ihn nicht besonders. Magst Wilson nicht besonders, oder? Er ist ein stinkender, ungeobelter, unverfrorener Drecksack. Okay, du magst ihn nicht. Klare Sache. Was soll sie kosten? Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie kosten? Wenn ich es mir so recht überlege, ist es vielleicht doch keine so gute Idee. Ey, jetzt nicht den Schwanz einziehen, Mann. Hast du Angst, sie bringen sie verarscht, kann ich mich selbst. Verarschen kann ich mich selbst. Eben noch konntest du es nicht schnell genug loswerden. Und jetzt? Na schön. Wenn das so ist, wird es mehr kosten als nur Gold. Ich will den Beweis, dass ich einen Ehrenmann vor mir stehen habe. Was hat nur mit seinem ein Ehrenmann Mann von Ehre soll das seltene Prachtstück besitzen. Ich soll dir meine Ehre beweisen? Wie? Wir werden ein kleines Schießduell austragen. Draußen auf meinem Übungsplatz. Nur wenn ihr mir tapfer die Stirn bieten könnt, soll die Pistole euch gehören. Gute Idee, bin dabei. Gute Idee, ich bin dabei. Sehr was schön. Was war denn mit dann Erschießen noch? Mir, wann es losgehen soll, mon Kapitän. Okay, ja gut, dann besser als die Pistole bezahlen. Lass uns das Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mon Kapitän. Folgt mir. Okay, ich speichere mal. Jetzt gibt's hier Duell um Leben und Tod. Um Ehrenmann oder nicht Ehrenmann. Kann ich ihn auch hinterrücks erstechen. Hui! Immer da? So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Bin bereit eigentlich. Ich bin bereit. Ah bon, dann hört mir zu. Ihr müsst wie 8 Treffer landen. Dann gewinnt ihr. Attention! So, das Spiel war, glaube ich, richtig scheiße. Oder? Weiß gar nicht. Oh ja, genau, das war richtig scheiße. Fuck. Hey, das. Oh Gott, ich fühle mich voll schlecht. Shit. Alter. Ah. Vielleicht ein anderes Mal. Okay, ich darf anscheinend keine Pulver. Ich will nur mal. Ihr könnt es so oft. Ja, wir sind Ehrenmänner. Okay, wir können es so oft machen, wie wir wollen. 1, 2. Oh, jetzt habe ich einen Lauf. Shit. 3. 4. Shit. Shit. Okay, aber es läuft schon besser. Fuck. Läuft schon besser. 6 zu. Was war's? 12? Nee, keine Ahnung. Nochmal. Es geht los. Wir schießen hier einfach auf den Pulverbeutel. 1. 2. Shit. 3. Fuck. 4. Alter, war der mies geworfen. Shit. Oh, das war eine Bombe, die hätten wir eh nicht beim abknallen sollen. Hast du vielleicht mehr Glück. Das ist mir nicht viel Scheiße. Oh. Es gab, glaube ich, auch ein Steam Achievement, alle 10
Treffer zu treffen. Eins. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da dran gesessen bin. Drei. Vier. Shit. Ich spiel zu wenig. Ja, wahrscheinlich schießt er so weit nach oben. Kerle, werf doch gescheit. Beim nächsten Mal ich spiel definitiv zu wenig Shooter. Das waren jetzt 6 Treffer. Oh. Ich will mehr. Noch eine. Das ist scheiße, ey. Das war schon wieder so richtig hässlich. 2. Ach komm schon. Und das war eine Bombe. Oh, leider verloren. Okay, noch ein letztes Mal. Sonst verzweifle ich hier noch. Eins. Ach komm schon. Was? Oh, das war ziemlich schnell geworfen. Hm? Ey, das da oben ist richtig mies. Ja, ich habe eben schon verkackt. Ich will. Das war eine Bombe. Ich will das noch so gut wie es geht hinkriegen. Beim nächsten Mal als mehr Glück. 7. Oh. 7. Okay, ich mach doch noch eine. Ich bin jetzt abhängig geworden von dem Spiel. Shit. Okay. Volle Konzentration. Jetzt bin ich dabei. Nee, Bombe. Das ist Fruit Ninja für Arme. Shit. Ach, komm schon. Aber wieder 7, ey. So eine Scheiße. Gut, ich würde sagen, ich mach's einfach jetzt auf Screen noch ein bisschen, bis ich es geschafft habe. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.